Ja, hauen wir jetzt einfach mal hier wieder ein bisschen Holz rein. Warum lädt er jetzt irgend so einen Scheiß hier zusammen? Traps. Wir brauchen einen, oder? Ne, wir brauchen nur einen. So. Da müssen wir noch eine... Ach, hier haben wir. Eine Fackel. Das wollen wir weg. Ja, das wird uns noch nie jede Menge Spaß machen. Ja. Gerade wenn dein Creeper auch gejagt hat, sind freust. So, Steinchen her, alle. So. Achso, da hat nichts mehr zu... Können wir Kohleblocklein nehmen und damit reinkicken. Wir könnten auch mal eine Adventure Map spielen. Was macht man da? Ist das nicht... Eine Map, auf der du Aufgaben erledigen musst, um zu ziehen. Das Ding kommen. Stimmt, das haben wir gemacht. Ja, du bist Kronk. Nur Kronk, wollte ich gerade sagen. Ja, das ist auch mal gemacht mit Wasser. Das ist klar, ich lasse ihn sehr vorsichtig selber müssen, ja. Wieder kriegt. Wartet man sich das neu? Ich meine, wir haben hier Wasser ohne Ende, schau mal, da ist ein Strand und das Meer. Und die Kohle kriegst du woher? Ach ja. So, ich würde sagen, was lassen wir jetzt halt erstmal so. Innen können wir halt auch noch die Fackeln mit dran ballern. Ja, bringt das nicht. Mach mal. Jetzt brauchen wir... Was ist das hier überhaupt? Das Steinschwert würde ich mal holen. Stimmt. Ich hab auch gerade festgestellt. Ich hätte mir gewartet bei so einer Preview von so einem Invasion Mod. Da hat jemand so ein Dolch. Wie kann man den craften? Dolch? Nur den könnte man werfen, das war cool. Ich dachte, das ist ein geiles Teil. Komm, das wird... Ja. Weil die konnte man so werfen, ja, halt mitten in so einen Creeper geworfen, der ging hoch. Also, ja, Deutsch war noch da. Ich hör's total cool. Gibt's doch hier Dingens. Wenn hier Waffen muss. Das wäre cool, eine MG. Dazu gibt's den Halo-Waffen-Mod, diesen Halo-Mod. Echt krass, muss ich mir auch mal irgendwie installieren. Ja, erstmal so, wie machen wir das jetzt mit den Räumen? Ja, also ich nehme immer Cobblestone, weil ich nehme das Cleanstone, dafür nehme ich, wenn es abbaust, ist wieder Cobblestone. Pflasterstein. Ja, ne, ich würde sagen, wir machen das nur hier. Holz halt. Ja, Abstellkammer willst du. Machen wir halt zwei Etagen oder so, machen wir hier rechts den Gang, hier die Räume irgendwie. Ja, wo sind nur drei, vier höher bauen. Ja, ne. Mal, wie machen wir das denn jetzt am dümmsten? Genau, das könnt ihr nämlich auch mit in die Kommentare schreiben, wie wir bauen. Also so ähnlich wie bei Kronk. Ungefähr könnt ihr das auch mit reinschreiben. So, ja, ist doch so. Aber... Warte, ich hab die Klasse geschlagen. Egal. Ja, genau. Machen wir hier halt einen Gang, oder? Natürlich mal einen Gang, neben sonst. Ich hab den Druckplatten im rechts und links gewählt hier und auf der Baustelle ist wirklich. Dunkel genug. Nee, das wird doch viel zu klein. Obwohl macht man halt hier... Hier macht man halt den Gang so weiter, aber das... Na, ich würde jetzt hier den Gang schon machen, bis eben Durchgang und dann hinten einen großen Raum machen, Wohnzimmer oder so, keine Ahnung. Und die kann man immer nur teilen im Schlafzimmer. Ja, warte mal, ich habe eine Idee. Nicht schon wieder. Boom! So ganz einfach, man lässt einfach den Durchgang hier, so kommt rein und hier ist schon Stube und alles drum und dran. Na, das Bett steht einfach mal wie in einem Singerhaushalt so irgendwie rum. Boah, zum Beispiel. Da kannst du die Ofen alles reinrollen und müssen nicht raus. Ja. So, jetzt hat es gerade geklingelt. Ah, beenden wir einfach mal kurz die Aufnahme. Bin gleich wieder da. So, da sind wir wieder. War nur jemand an der Tür. Wichtiges. Ja, genau. Jemand, der... Habe ich dann nur das Fenster rausgeguckt, dem gewunken war. Du kommst nicht rein. Hm. Sonst ist das eigentlich was spaßig. Da kommt Freude auf. Okay. Das ist auch mal so eine schicke Werbung, wo dann nur solche guten Farben sind. Alles mögliche. Spekulor. Farben strahlen wie nie zuvor. Das Zeugs auf. Das ist mir so egal. Warte mal, sowas. Das Ding ist hochhebend durch Eingangs zu hieven. Kann das irgendwie abbauen einfach? Ja, das Ding, das macht er noch. Ja, was macht's denn? Ach so. Wir machen beide gar nicht, kann man einfach abbauen, oder? Ja. Mit Spitzhacke. Spitzhacke da. Cool, und wenn ich das jetzt einfach ab... Ja, bestimmt. Aber die Kiste, die muss ich genau nicht vergessen. So, räumen wir die Items erstmal einsammeln. Ja. Ah, erstmal einen Boden machen. Achso, machst du denn?
Ja. So, die Ofen aber übereinander machen. Übereinander? Ja. Auch keine schlechte Idee. Backmaschine und Trockner. Ja, hab ein Texture Pack, wenn du da einen Ofen hin machst, ist das wirklich dann so ein Ofen? Sieht ja aus wie bei euch dann in der Küche. So ein Ofen. Achso? Ne? Habt ihr keinen? Oder? Nee, ich mach das. Ja doch. Aber das sieht dann nicht aus wie unserer. Unserer ist ja schwarz, der ist weiß. Oder wenn man das jetzt einfach hier so echt hinknallt. Weißt du, irgendwie kannst du das direkt frontal machen? Gut, hast recht. So, einfach eng und bauen. Ja, warum machst du die Übernahme? Das ist ja viel Platz spannender. Ja, aber das sieht ja durchaus, wenn die nur auf einer Seite stehen. Ja, neben manche Kisten übereinander machen oder keine Ahnung, was anderes. Boah. Jetzt so. Ja, ich finde das ein bisschen cooler. Na gut. Was brauchen wir jetzt? Also die Dreckskiste erstmal? Ja, die Crafting-Table kannst du daneben machen. Mach mal so hin. Ich will daneben. Ja. So. Also okay, gut, dieser Platz auf dem Tier drauf. So, warte mal, wie machen wir jetzt den Boden hier einfach? Ich würde sagen, erstmal eine Türe zu, weil es wird Nacht. Ach, das ist das scheiß Bett, müssen wir... Oder wenn wir das aus der Notfallkamera rein... Nee. Ich würde es nicht lassen. Obwohl, warte mal. Dann geht das trotzdem ins Gacke-Bett. Warte mal, ich will das Ding nicht abreißen, weil dann fliegt die ganze Scheiße hier runter. Ja, brauchst du nicht so ein schwieriges drin. Was? Doch so ziemlich alles mögliche. Achso. Nein, dann machst du von der anderen Seite kaputt. Da fängst du alles auf. So. Ja. Na gut. Nein, das ist spät. Hauers. Noch irgendwas? Nee. Nee, das ist alles auf. Geil. So, erstmal Ping Pong. Dieses Leuchtfeuer ist irgendwie irritiert. Was? Ja, ich will irgendwie meine Bude wieder finden. So, jetzt haben wir die ganze Scheiße erstmal aufgesammelt. Ich würde sagen, wir machen die Ding ganz einfach mal. Auf die andere Seite. Ja, genau. Einfach. Ja, die Kiste können wir erweitern mit dem. So, nehmen wir einfach mal das schicke Holz. Ding, 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 ding. Haben wir eine Truhe. Nehmen wir uns auch gleich. Die kann man ja übereinander stapeln. Ja, erstmal da die erweitern so. Dass wir da alles mögliche dann drin haben. Zum Beispiel das Glas. Können wir erstmal alles mögliche reinholen. Aber warum mache ich das? So mache ich es einfach. Ich würde keine Zeit. Setzling, ding, ding, dong, ding, bumm. So. Okay, das kann man Schaft drücken. Schaft drücken, genau. Achso, scheiße, ist jetzt gerade Nacht. Ja. Nee, nicht so eine gute Idee. Das ist scheiße, das ist Schaft drücken. Andererseits, wir brauchen ja das Drecksbett. Warte mal, ich würde erstmal sagen, wir legen alles Wichtige erstmal hier ab, damit wir das gleich wieder haben, wenn wir es brauchen. Ich würde nur ein Schwert mitnehmen. Ach, das ist unten spawnen wollt, können wir verändern mal. Dass wir hier drinnen spawnen, das ist doch gleich viel besser. Ja, aber ich würde... Ja. Spawn. Ach man, das ist wieder Spinne. So, geändert. Ja, mach also, ich will einfach alles hier reinmachen, außer ein Schwert, weil anders brauchst du essen. Vielleicht noch die Packen hier. Die bloß die Hälfte. Warum machst du nicht? Wir ballern einfach alle rein. Was? Ja, gut. Ich würde die ganzen Waffen nicht mitnehmen, weil wenn die weg sind, sind sie Hauptschwert. Brauchst du nicht mehr als ein Schwert. Nehme ich aber beide Schwerter. Zwei Schwerter. String. Gut. Ja, muss ich mir angewöhnen halt. So. Dreh mich doch um, der ganze Creeper. Schau, steht hier. So. Und. Hallo, Tim. Hallo. So, dummes Huhn, da hinten, ach, die leuchtenden Augen von Creepern. Scheiße. Ja, sag mal nichts dazu. Nee, ich sag jetzt auch mal nichts dazu. Das klingt wie so ein altes Radio irgendwie. Haben wir ja doch was dazu gesagt. Altes Radio, ja, stimmt. Da steht ein Creeper. Nee, der liebt dich, der küsst dich, puh. Ja, Hühner auf dem Bein, boah, wer hat das noch nicht gesehen? Oh, du scheiße Spinne. Nadorate, komm her. Nadorate. Aber was hat die dir getan? Ey, was hast du ihr getan? Ey, krass Faden. Wir vergleichen die Spinne, wie mit Simon, okay? Hoho, ah, hier geht's rein. Ja, hier geh ich jetzt nicht rein.
Mann, wo sind die Schätze? Ein Schaf? Ja, ein Schaf, ja, Verrenkung. Ja, was war das? Traps. Ja. Dreckscheiße. Und das auf die Waffen nimmst du eigentlich mit Camtasia auf, das ist da. Das ist ja, nee, weil das dann so lange rendert. So. Oh Mann, was ist denn hier los? Na, Traps, Flickhorror, ja. Er macht gerade irgendwas Unwichtiges im Hintergrund. Soll er aber nicht. Was Speicher abzieht. Mann. Aber. Hör ja dann eh gleich auf. Ja. Ach, ich will. Vielleicht ist das einfach zu viel. Mann, du scheiß Schaf, jetzt komm her. Es. Warum? Was soll so, dieser Dreckszombie, es ist doch. Ach, wisst ihr was, Leute? Wir beenden heute einfach mal. Ja, irgendwie. Ja. Genau. Also bis zum nächsten Mal. Bevor wir tot sind. Ciao. Ja. Na, ciao. Hallo Leute, da bin ich wieder. Genau, die Betonung liegt auf ich. Fanny ist jetzt weg. Ja, wir machen das nämlich immer so. Er kommt jetzt meistens immer freitags immer zur regulären Aufnahme. Sofern wir beide halt Zeit haben und Let's Playen wollen. Und da hinten steht, das ist ein Enderman anscheinend. Egal, wir gehen... Oh, noch mehr Wolle. Genau, wir wollten uns nämlich unser Bett craften. Ah, Höhle. Und, ja, logischerweise. Ich will jetzt eigentlich nicht da rein, aber... Ja. Halt, mit Fanny macht's mehr Spaß, die Aufnahmen zu machen. Da fällt einem auch immer gleich näher ein Gesprächszimmer ein. Hier kommt schon wieder ein scheiß Zombie angerannt. Können die Endermänner einen eigentlich auch angreifen? Die sind mir im Creative-Modus manchmal begegnet. Jetzt... Hier zum Beispiel sind sie gerade, da kommen die... Oh, Alter! Oh, Leute, ich bin gerade übelst zusammengezuckt. Mann, stirb doch einfach mal. So, jetzt schnell nach Hause. Schnell, schnell, schnell. Verrottetes Fleisch, nein, komm, vor. Was tut er da? Mann, Alter, ich habe mich gerade übelst erschrocken. Ach, egal. Nee, mit Fanny macht das mehr Spaß, eher Aufnahmen zu machen, weil da fällt einem auch eher was... Nein, 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 nicht abknallen. Sind wir jetzt gleich tot. Los, schnell zurück zum Haus. Nein, da sind die alle. Kacke, ich hasse Nacht. Los, komm, lauf. Das schaffst du nicht. Schnell in unser Haus rein. Schnell, 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 schnell. Schnell. Los. Los, komm, renne. Renne, 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 renne. Das schaffst du nicht. Boah, okay. Was zum... Ich hoffe jetzt einfach mal, die kommen jetzt so hier nicht rein. Okay, jetzt geht's erstmal drum. Ein scheiß Bett zu craften. Jetzt habe ich nur keinen Plan, wie man das macht. Ich mache jetzt einfach auf gut Glück. Wenn wir jetzt zwei Wolle. Passiert nichts. Nee. Okay, müssen wir mal ordentlich denken wir mal, wie könnte man. Moment mal, Teppich? Seit wann gibt's denn das hier? Okay, ich hau einfach jetzt noch ein... Komm her. Ich nehme jetzt einfach noch ein bisschen Holz dazu. Ich weiß nicht, was wir dafür welches brauchen, falls überhaupt. Hä? Ich denke jetzt mal, da ist was. Okay. So. Doch, sieht eigentlich nach einem Bett aus. Wer was anderes behauptet, der lügt. Ganz einfach. Okay, scheiße, ich habe gerade keinen Plan. Da werde ich wohl mal ganz kurz nachgucken müssen. Ja, aber das ist eigentlich auch ein bisschen kompliziert gemacht, das mit Dingens Bettcraften. Ich finde es gerade nicht so richtig. Ich muss wahrscheinlich einfach genauer gucken. Dam, dadam. Ah, ich hab's gleich. Hier kommt das schon. Mann, ich höre mich langsam an, irgendwie wie bei einer Geburt oder so. Gleich ist es draußen. Nee. Wo ist denn das? Kann es sein, das gibt es gar nicht? Das kann ja bald nicht sein. Hm.
Okay. Müssen wir es mal anders machen? Ach, da ist es. Genau. Ach, so macht man das. Oh, scheiße. Wir brauchen... Okay, das ist jetzt doof. Wir brauchen 3 Wolle. 3 Wolle. Wo kriegen wir 3 Wolle her? Ach so, wir haben noch... Oh, geil. Los. Schnell. Das ist mein scheiße Bett. So, Dingens, bum, bam. Bett. Her damit. Mal ein bisschen pronto. So, das bauen wir jetzt erstmal einfach hier auf und... Ach so, ist schon. Ach, okay. Bauen wir das halt einfach mit hier rein. So, das Zeug auch. Das haben wir, das verrottete Fleisch können wir eigentlich... Oh, scheiße. Nein, den Creeper wollen wir nicht haben. Der darf nicht rauskommen. Ach man, ich werbe auch nicht, dass er meinen schönen Teich wegjagt. Verdammt. Ja gut, okay, wir müssen erstmal irgendwas essen. Haben wir was zu essen da? Ja gut, Hühnchen. Haben wir noch mehr? Nee, da müssen wir wahrscheinlich ein paar Hühnchen halt schlachten. Das wird aber bestimmt nicht das Problem. Jetzt ist die Frage, wie können wir das Leben aufladen? Hunger. Okay, na gut, dann halt nicht. So. Inventar, Gegenstände zerstören können wir nicht. Egal, vielleicht brauchen wir mal irgendwann verrottetes Fleisch. Das Samen, da können wir sogar anbauen. Das ist sehr gut. Das ist wirklich mehr als gut. Jetzt brauchen wir unsere Holzblöcke. Halt. Da. So. Bauen wir das halt einfach mal zu. Ach, die Musik ist schön. Ich fürchte, wir brauchen langsam mehr. Yep, wir brauchen deutlich mehr. So, das heißt, wir müssen jetzt uns erstmal ein paar Waffen zulegen hier mit gleich. Eisenspitz auf jeden Fall. Das. Dann, was haben wir schon? Die Axt fehlt uns noch. Die Schaufel haben wir noch. Eine Axt haben wir. So, Stöcke ist und brauchen. Nee, sonst brauchen wir eigentlich gar nichts. Und ja, können wir uns eigentlich gleich dazu. Ach, dieser scheiß Creeper. Der Creepchen. Ach ja. Ist doch einfach mal ganz schön, einfach durch die Landschaft zu dackeln. Eisenspitzhacke. Hühnchen brauchen wir müssen nämlich was essen. Hühnchen, kommen schnell aufessen. Genau. Brauchen noch ein Hühnchen. Huhn. Oder die Axt am besten auch noch. Wir müssen nur halt zusehen, dass wir uns nicht zu weit von, ja, ich sag jetzt einfach mal von zu Hause entfernen. So, das dumme Huhn. Komm. Müssen wir noch essen, das hauen wir am besten so rein. Wieso hat das nichts gebracht? Scheiße. Okay, dann halt noch so ein dämliches Huhn. Uah. So, essen, aber schnell. So. Wir brauchen noch mehr Hühnchen. Oder halt erstmal... Was ist denn das? Verrottetes Fleisch. Ach nee, danke. War es ein Creeper? Nee, war es irgendwie nicht. So, bauen wir halt erstmal ein bisschen ab. Vor allem Thema, das habe ich eigentlich... ja, ich habe das noch nirgendwo verfasst, sozusagen. War ja, ich habe das mit dem Let's Play. Eigentlich ein ganz interessantes Thema. Habe ich einfach mal so spontan entschieden, dass ich das mal mache. Weil ich meine, ich habe das früher schon einfach mal so gemacht. Da hatte ich noch kein Internet, dann noch... Oh, das sieht gut aus. Da hatte ich noch... Oh.
Da hatte ich weder Internet noch Aufnahmeprogramm, beziehungsweise einen ordentlichen Computer. Ich hatte so eine uralte Krücke, aber die lief mit Windows XP. Und bis die hochgefahren hat, ja, da konntest du auf den Gamma-Blitz warten. Wir gehen hier so rum. Wie kann man das scheiß Leben mal aufladen, Mensch? Ich weiß nie wie. Naja. Und das habe ich halt einfach mal so spontan entschieden und habe einfach mal mit einem Tutorial begonnen. Apropos, ja, die Tutorials kommen alle noch. Erstmal muss das ordentlich hinhauen mit Windows. Und ja, deswegen überrascht es mich jetzt eigentlich, dass ich so relativ weit gekommen bin und dass es jetzt einfach so gut weitergehen kann. Kann auch sein, ab und zu wird sich was in den Weg stellen, das müsste dann aber irgendwie zum Schiffen sein. Und ja, also ich finde das ganz gut, die Sache mit dem Let's Play, weil so haben wir irgendwie alle was davon. Müssen wir uns hier durchmachen. Hier durchmalhauen. Nee, hier mal durchhauen. Ich bin ja auch so ein Sachse, deswegen habe ich einen anderen Akzent. Das wird für einige ganz lustig gelingen. Für andere, die sagen sich, Alter, was bist du für ein Deutscher? Und wo sind wir? Ach so. Haben wir irgendwie mal Erde mit? Ah, Dreck. Sonst können wir das hier mal zumachen. Weil ich mag, hasse das Übelste, wenn dann das Landschaftsbild sozusagen zerstört wird, nur durch irgendwelche Creeper oder alles Explosion oder so. Okay, und das ist auch fast voll. Können wir hier mal machen. Ne, das ist die Spitzhacke. Hier ist die Axt. Ich finde es eigentlich richtig geil, den Survival-Modus. Weil ich habe ja bis jetzt nur im Creative gespielt. Ach, hier ist das Ding. Okay, ne, da unten wird nichts sein. Oh, aber da sehe ich schon Kohle. Kohle wird noch wichtig sein. Spitzhacke. Da. So. Ja, ja. Immer her zu mir, Kohle. Rein, Kohle. Ja, komm. Mensch, wir sind ja richtige Minenarbeiter. Boah, krass, wie viel hier ist. Gut, da werden sich einige sagen, boah, bei mir gibt's noch mehr. Aber, tja. Bei mir, ich kann noch nie wirklich was damit. Ich weiß dann das noch nicht wirklich zu schätzen. Hier alles, aber das kommt alles noch spätestens dann, wenn wir unsere Bude vergrößern wollen. Was ja nicht eigentlich schon irgendwie der Fall wäre. Stimmt, genau. Was hatte Fanny gesagt? Die gehen automatisch weg, die Bäume, ne? Cool, da können wir hier einfach mal ansammeln. Ja genau, bei mir sammelt sich auch was an, weißt du? Einsammeln. Cool. Ja, dann machen wir das einfach. Die Tintenfische, sind die eigentlich gefährlich? Oh, ein Huhn. Die Tintenfische, sind die eigentlich gefährlich? Das würde mich mal interessieren. Interessieren, muss es ja genauer. Ach, das ist mir eigentlich so egal, wie das ausgesprochen wird. Bei euch müsste das ja so ankommen. Ne, hier waren wir noch gar nicht. Aber den hier können wir gleich mal mit abreißen. Ach ne, falscher. Dingens. So. Da wird das. Können wir das dann mal sozusagen lagern. Eine Uhr müssten wir vielleicht mal mitnehmen oder so. Hier ist noch ein Setzling. Ach ja. Was, die Musik hat aufgehört. Musik hat aufgehört. Och man. Aber schreibt mir mal eure Erfahrungsberichte zu Minecraft so in die Comments, weil würde mich mal interessieren, was ihr so von dem Spiel haltet, wo es halt noch Verbesserungsvorschläge gäbe, vor allem, was ich jetzt noch hier so machen soll, weil mein Ziel ist erstmal eine Bude zu bauen, die irgendwie auch ein bisschen zum Leben dient. Ja, den Strahl, den kann man irgendwann weghauen, irgendwann kenne ich mich hier aus. Nee, ich habe hier wirklich bis jetzt noch nichts erforscht. Aber ein paar Sachen gestehe ich, und zwar den Fluchttunnel da unten sozusagen gebaut haben. Den Teich habe ich ein bisschen, aber nur ein bisschen vergrößert. Wie gesagt, da hinten noch die Notfallkammer halt gebaut. Und ich habe noch den Boden hier sozusagen durchgelasert und habe, hier ist wirklich nirgendwo, also das ist schon mal gut, nirgendwo eine Mine. Also wir können nirgendwo eigentlich aus Versehen irgendwo runterfallen. Also das ist schon mal gut. Ach, das ist, wir brauchen mal ein bisschen Dingens. Bauen wir hier halt ein bisschen ab. So. Dann war das. Ding, ding, ding. Mal kurz das hier nehmen. Nein, das kommt zurück. Aufnehmen, aufnehmen.
So, und das wächst dann halt irgendwie immer zu. Machen wir es einfach mal, da ist... Oh, jetzt... Das Dorf, jetzt hat er Probleme mit dem Texture Pack. Na gut, kann passieren.